Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 44 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute möchte ich Ihnen einen kleinen Ausblick geben, was ich in der nächsten Season vorhabe. Ich habe mich entschlossen, weiterzumachen. Ich hoffe, ich kann es durchhalten. Und ich werde beginnen am 14. Oktober. Die Sommermonate sind immer für mich wichtig, weil ich da auch andere Arbeiten erledigen muss und mich dann vorbereiten kann auf die neue Season. Ich muss eine Änderung unterbreiten. Ich werde es nicht mehr schaffen, jede Woche eine Sendung zu produzieren, weil es ist einfach so viel Arbeit und so viel Vorbereitung. Und ich habe noch viele, viele andere Tätigkeiten, die mir wichtig sind, die ich machen muss, sodass ich ab dem Wintersemester nur noch alle 14 Tage Zeichensetzung machen werde. Statt 44 Aufnahmen werden es halt etwas über 20 Sendungen werden. Und ich bitte, das zu verstehen. Ich habe immer noch eine Tätigkeit als Dozentin. Ich unterrichte immer noch. Und um unterrichten zu können, muss ich mich vorbereiten, muss ich mich in neue Gebiete einlesen. Und auch das erfordert Zeit, denn wenn ich Ihnen etwas vortrage, einen Roman vortrage, in, was weiß ich, einer halben Stunde, so ist der Roman manchmal 400, 600, 800 Seiten stark. Und das muss ja auch alles gelesen, verarbeitet, die Hintergründe recherchiert werden. Genau, also solange man unterrichtet, ist man auch Studierende und das will ich unbedingt auch bleiben. Zum anderen schreibe ich ja immer wieder Bücher zu meinem Vergnügen, um den Kopf frei zu bekommen von allem, was einen ja auch seelisch bedrückt, wie die Politik, die Zeitgeschichte und auch persönliches Leid, schreibe ich seit sehr vielen, vielen Jahren Romane. Und auch jetzt schreibe ich an einem Roman und auch das braucht einfach Zeit und erfordert ein paar Stunden pro Tag, die ich mich dieser Tätigkeit widmen kann. Und dann, last not least, und das mit das Wichtigste ist, ich bin begeisterte Oma und freue mich so oft und solange ich meinen kleinen Enkelsohn sehen kann, mit dem man dann zum Spielplatz gehen muss, mit dem man Spaziergänge, Besuche unternehmen muss im Zoo und so weiter und so fort. Und er kommt jetzt in ein Alter, wo das auch immer anspruchsvoller wird. Von daher bitte ich also zu verstehen, dass ich eben nur alle 14 Tage eine Zeichensetzung produzieren kann. Ich habe mir überlegt, was ich als Thema nehmen möchte. Und ich habe mich entschlossen, das Thema eine historische Person in Romanform zu wählen. Also Romane, die oder auch Romanhaftes, dazu gehören meines Erachtens auch sehr oft Autobiografien, die doch sehr fiktiver Natur manchmal sind, in den Blick zu nehmen. Und ich gehe wieder durch alle Jahrhunderte. Ich kann in dieser Season vor allem nur Europa berücksichtigen. Ich habe ein paar Ausnahmen, wo ich auch mal in eine ferner liegende Kultur gehen kann. Aber es wird vorwiegend Europa sein. Und beginnen tue ich natürlich mit Augustinus Autobiografien, die halt ganz wichtig sind und in der sich eben eine historische Person in seinem Leben vorstellt. Dann wird es immer wieder Zeitgenossen geben,
die ihr eigenes Leben in literarische Form gegossen haben. Dazu gehört ein Rousseau, dazu gehört ein Casanova, dazu gehört ein Babur, dazu gehören ein Yeats und es gehören verschiedene Zeiten dazu, unter anderem eben auch ein mittelalterlicher Autor namens Abélard, ein großer Philosoph. Und ihre autobiografischen Werke möchte ich mir genauer anschauen und dann eben auch eine historische Zeit sozusagen in einer Person in den Mittelpunkt stellen. Schwerpunkt wird dann auch sein 20. Jahrhundert, vor allem dann autobiografische Werke, die im Dritten Reich mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Da gibt es eben sehr, sehr interessante Autoren, Autorinnen, die einen großen, großen Eindruck bei mir hinterlassen haben und die manchmal, ich habe den Eindruck, gar nicht so bekannt sind. Dazu gehört Lisa Fitko, Cordelia Edwardson zum Beispiel, Luce Deramo, die ich Ihnen vorstellen möchte. Dann will ich gehen bis wirklich Nachkriegszeit. Und da habe ich eben auch an die Biografie, Autobiografie von Malcolm X gedacht, eine Autobiografie, die auch einen großen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Und abgesehen davon dann wirklich Werke, die historische Personen in den Mittelpunkt stellen, aber wirklich fiktive Natur sind, die eigentlich ihre eigenen zeitgenössischen Probleme mit historischen Personen aufarbeiten, aufzeigen. Und da gehört zum Beispiel gehört so ein Hilary Mantel, Wolf Hall dazu oder eben auch der Kehlmann mit der Vermessung der Welt und dann ein Autor, der uns wieder nach Südkorea führt und einen koreanischen Lyriker in der japanischen Besatzungszeit zeigt. Und das sind zum Teil dann nicht ganze Biografien, sondern nur Ausschnitte aus ihrem Leben, die einen einfach einen großen Eindruck bei mir hinterlassen haben. Es ist auch ein abstruses Werk dabei, was einen so großen Eindruck bei mir hinterlassen hat, weil es eine Frau, die um 1900 gelebt hat, so in einen esoterisch verrückten Mysterienzusammenhang bringt, eine neue Heiligenlegende auf ganz moderne Art und Weise beschreibt, dass ich das einfach vollkommen verrückt finde und Ihnen eben auch vorstellen will. Also das sind so meine Pläne für die Zeit zwischen Oktober 2023 und das wird dann wieder bis in den Juli 2024 gehen.